Bienen und Bauern retten. Wir entscheiden, wie die Zukunft aussieht. Wir leben in einer außergewöhnlichen Zeit. Rund 12.000 Jahre war die Erde für uns Menschen ein wohlwollender Planet. Doch ob sie das bleibt oder noch vor den Augen unserer Kinder ihr freundliches Gesicht verliert, hängt davon ab, ob wir jetzt die richtigen Entscheidungen treffen. Blicken wir zurück. Mit dem Ende der letzten Eiszeit ermöglichten eine explodierende Artenvielfalt, fruchtbare Böden und ein stabiles, freundlich warmes Klima, das aus verstreuten Gruppen von Jägern und Sammlern sesshafte Bäuerinnen und Bauern wurden. Bahnbrechende Erfindungen und neue Technologien führten zu einer Differenzierung der Gesellschaft. Nicht alle Erfindungen waren für alle vorteilhaft. Doch die Menschheit wuchs und breitete sich über den gesamten Planeten aus. Heute sind wir über 7 Milliarden. Und wir haben dem Planeten unseren Stempel aufgedrückt. 70% seiner eisfreien Oberfläche nutzen wir für Landwirtschaft und Forstwirtschaft. Unsere Erträge könnten bei gerechter Verteilung derzeit sogar mehr als 9 Milliarden Menschen ernähren. Trotzdem schlagen führende Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler der Vereinten Nationen Alarm. Der Verlust an Biodiversität bedroht die Welternährung. Sie fordern einen Systemwandel, um den weltweiten Zusammenbruch der Artenvielfalt zu stoppen. Denn bereits ein Viertel der Wildtiere in Europa ist stark bedroht. Die Hälfte unserer Ökosysteme befindet sich in einem kritischen Zustand und die Grundlage für unsere Ernährung ist in Gefahr. Warum ist das so? Millionen von Kleinbauern und Bäuerinnen werden weltweit durch sinkende Einnahmen und mangelnde politische Unterstützung vom Markt gedrängt. Die aktuelle Agrarpolitik der EU treibt diesen Prozess voran. Denn Förderungen werden nach der Größe der Betriebe vergeben. Große Betriebe bekommen also mehr Geld und die kleinen Höfe bekommen weniger Unterstützung. Wachse oder weiche heißt das Motto. In der EU sperrt deshalb alle 3 Minuten ein Bauernhof zu. Dadurch mutieren ehemals kleinteilige und vielfältige Landschaften zu immer großflächigeren, monotonen und lebensfeindlichen Agrarwüsten. In diesen Monokulturen fehlt die natürliche Artenvielfalt, was sie zu einem Schlaraffenland für Schädlinge macht. Ohne chemische Pestizide und Kunstdünger ist diese Form der industriellen Landwirtschaft nicht überlebensfähig. Doch der massive Chemieeinsatz führt nicht nur Bauern und Bäuerinnen in die Abhängigkeit von Chemiekonzernen. Chemisch-synthetische Pestizide sind auch schlecht für Boden, Wasser und für alles Leben. Immer mehr Wildbienen, Schmetterlinge, Insektenarten, Vögel und andere Tiere verschwinden aus unseren Landschaften. Doch ohne Bienen und fruchtbare Böden ist unsere Ernährung in Gefahr. Und dazu kommt noch, dass weltweit 1/3 der Anbaufläche für die Produktion von Futtermitteln belegt wird, die in die Fleischproduktion gehen. Die Folgen sind Tierleid und die Abholzung enormer Waldflächen. Deren wertvolle Funktion, CO2 aus der Luft zu speichern, geht damit verloren. Wenn wir jetzt nicht eingreifen, steigt die durchschnittliche Temperatur der Erde in den nächsten 70 bis 80 Jahren um bis zu 4 Grad. 4 Grad ist auch jene Differenz, die unser heutiges Klima von dem der letzten Eiszeit unterscheidet. Die Erderhitzung bedroht auch die Landwirtschaft, da Dürreperioden und Extremwetterereignisse immer öfter zu Ernteausfällen führen. All diese Probleme müssen wir rasch lösen. Hunderte europäische Organisationen aus den Bereichen Wissenschaft, Umwelt- und Verbraucherschutz, Land- und Waldwirtschaft, Imkerei und Tierwohl fordern deshalb als Teil der europäischen Bürgerinitiative Bienen und Bauern retten von der EU-Kommission die notwendigen gesetzlichen Rahmenbedingungen und ausreichende wirtschaftliche Anreize für den Umstieg in eine wirklich zukunftsfähige Landwirtschaft. Eine solche klima- und biodiversitätsfreundliche Landwirtschaft verzichtet auf chemische Pestizide. Sie arbeitet mit der Natur und setzt auf vielfältige und robuste Sorten, angepasste Fruchtfolgen, vielfaltfördernde Landschaftselemente und eine extensive und artgerechte Weidehaltung. Damit führt sie dem Boden auf natürliche Art Nährstoffe zu und verbessert seine Fruchtbarkeit. Sie stärkt die Widerstandsfähigkeit der Pflanzen und hält Schädlinge im Zaum. Mit dem Aufbau von Humus und dem Auspflanzen von Bäumen verbessert sie zudem das Mikroklima, erhöht die Fähigkeit des Bodens, Wasser zu speichern und zieht relevante Mengen an klimaschädlichen Treibhausgasen aus der Atmosphäre ab. Bäuerinnen und Bauern beim Wandel in eine solche ökologischere Landwirtschaft zu unterstützen, ist die beste Investition in die Zukunft unserer Kinder. Mit Ihrer Unterschrift für die europäische Bürgerinitiative Bienen und Bauern retten tragen Sie dazu bei.
Wenn wir 1 Million Unterschriften schaffen, muss die EU auf unsere Forderungen reagieren. Jetzt unterschreiben auf www.bienen-und-bauern-retten.eu.